Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es mal wieder um Neuerscheinungen, und zwar die Neuerscheinungen für den November 2020. Ich habe mir wieder einige Titel rausgesucht, die mich persönlich interessieren oder von denen ich denke, dass sie euch interessieren könnten. Und wie immer verlinke ich natürlich alle Bücher unten in der Infobox, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, falls euch etwas näher interessiert. Und ich beginne mit den deutschen Neuerscheinungen und komme danach zu den englischen Neuerscheinungen, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich nur für die deutschen Neuerscheinungen interessieren. Und für alle, die sich vielleicht tatsächlich nur für die englischen Neuerscheinungen interessieren, packe ich hier mal die Zeit rein, wo es dann eben mit den englischen Neuerscheinungen losgeht. Dann könnt ihr da hin skippen, falls euch nur das interessiert. Und jetzt würde ich sagen, habe ich lange genug drumherum geredet und beginne direkt mit dem ersten Titel. Und der erscheint am 2. November, und zwar ist das Das Vermächtnis der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Das ist der mittlerweile fünfte Band in der besondere Kinderreihe. Ich weiß nicht, ob die einen besonderen Namen hat. Der erste Teil ist ja Die Insel der besonderen Kinder, und das war ja erst eine Trilogie, und jetzt ist eben eine, ja, weitere Trilogie quasi dazugekommen, kann man sagen. Also die erste Trilogie ist ja schon an sich abgeschlossen, und ich glaube, das weitere ist dann so eine Art Spin-off. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in der weiteren Trilogie dann weitergeht. Also ob es immer noch um Jacob geht. Um Jacob geht es eben in der ersten Trilogie. Jacob hat, seit er ein Kind ist, immer von seinem Großvater so Geschichten erzählt bekommen über eine Insel, wo eben besondere Kinder leben sollen. Und als Kind hat Jacob diese Geschichten immer noch alle geglaubt, aber je älter er wurde, desto mehr hat er irgendwie den Glauben daran verloren. Und dann kommt sein Großvater eben unter mysteriösen Umständen irgendwie ums Leben. Und ja, irgendwie glaubt Jacob doch wieder an diese Geschichten plötzlich, und er macht sich dann eben auf die Reise, um eben diese Insel der besonderen Kinder zu finden. Und ja, auf dieser Reise beziehungsweise auf dieser Insel findet er dann auch wirklich Erstaunliches, und es geht dann eben um diese besonderen Kinder, aber auch irgendwie das Ganze ist auch noch so verwoben damit, dass das Ganze dann auch noch zur Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt. Und es ist eine wirklich tolle Reihe. Also ich habe die erste Trilogie bisher gelesen, muss immer noch weiterlesen, aber ich kann auf jeden Fall die erste Trilogie schon sehr, sehr empfehlen. Es ist eine ganz, ganz besondere magische Reihe mit so einem ganz, ganz tollen, mit so einer ganz, ganz tollen Atmosphäre, und ich mochte die sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, jetzt erscheint halt der fünfte Teil beziehungsweise der zweite Teil der zweiten Trilogie sozusagen, Das Vermächtnis der besonderen Kinder. Ebenfalls am 2. November erscheint dann Spiegelwelt von Cornelia Funke. Das ist kein neuer Roman, sondern ein Kompendium, also eine Art Handbuch zur Spiegelwelt. Das ist ja die Welt aus der Reihe Reckless von Cornelia Funke. Ich persönlich habe Reckless noch nicht gelesen. Es ist so eine Reihe, die ich eigentlich immer mal lesen wollte, aber irgendwie ist es bisher noch nicht dazu gekommen. Aber wenn ihr Reckless-Fans seid und einfach noch mehr von der Welt wissen möchtet, dann könnt ihr euch halt auf jeden Fall den 2. November vormerken, wo dann dieses Buch rauskommt. Am 13. November kommt dann eine Fortsetzung von einer Reihe, die ich auch noch nicht angefangen habe, die mich immer sehr, sehr interessiert, und zwar Eve of Man, die Rebellen von Tom und Giovanna Fletcher. Das ist der zweite Teil zu Eve of Man. Ich bin der Meinung, es wird eine Trilogie, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es in dieser Reihe um Eve, und Eve ist das erste Mädchen, das seit einem halben Jahrhundert überhaupt geboren wird. Das heißt, ein halbes Jahrhundert lang wurden immer nur Männer auf die Welt gebracht, und das, ja, war natürlich sehr, sehr fatal, weil es eben dazu führen kann, dass die Menschheit quasi ausgerottet wird, wenn es keine weiteren Frauen mehr gibt. Und dann kam eben Eve auf die Welt, und sie ist nun natürlich die große Hoffnung der Menschheit, und sie wächst dann in so einem goldenen Käfig auf und wird da herangezogen, und als sie dann 16 ist, wird sie irgendwie vor die Wahl gestellt, bekommt irgendwie drei Männer zur Auswahl, mit einem von denen sie halt eben ja die Menschheit quasi fortführen soll. Und ja, sie nimmt ihr Schicksal eigentlich am Anfang auch total gut an und ist auch ja sehr, sehr positiv, und sie, ja, ist sehr, sehr fügig, und man lernt sie eines Tages allerdings Bram kennen, und Bram, ja, weckt so ein bisschen Zweifel in ihr, ob das alles so richtig ist, und dann stellt sie sich natürlich auch mehr und mehr die Frage, ob sie die Zukunft der Menschheit für ihr eigenes Glück aufs Spiel setzen kann.
Und ja, ich weiß nicht, ich finde dieses Konzept einfach schon so spannend und ich möchte das auf jeden Fall noch lesen. Und wie gesagt, jetzt ist der zweite Teil auf Deutsch rausgekommen. Also, wenn ihr diese Reihe schon angefangen habt, dann könnt ihr jetzt bald weiterlesen. Es geht dann weiter am 16. November mit einer weiteren Reihe, die ich ja schon irgendwie interessant finde, wo ich allerdings noch nicht so ganz hundertprozentig weiß, ob das wirklich was für mich ist. Und zwar erscheint im Zeichen der Mondblume Die Kaiserin von R.F. Kuang. Das ist der zweite Teil der Trilogie. Im Englischen wird diese Trilogie jetzt übrigens diesen Monat auch abgeschlossen. Da erscheint eben der letzte Teil jetzt auch im November. Und bei dieser Trilogie weiß ich nicht so ganz genau, ob die wirklich was für mich wäre, weil es hier eben viel um Krieg geht. Also es geht im ersten Teil um Rin, die ein einfaches Waisenmädchen ist und sie wird von ihren Eltern so als billige Arbeitskraft missbraucht und sie hat schon immer den großen Wunsch, an die Eliteakademie von Senegal aufgenommen zu werden, um eben aus dieser Welt herauszukommen, denn sie ist nur umgeben von Armut, Drogensucht und Ödnis und dann schafft sie es tatsächlich an diese Elite-Akademie, aber wird da aufgrund von ihrer Herkunft eben auch ausgegrenzt. Und dann kommt es tatsächlich zum Krieg und sie muss eben in den Krieg ziehen. Und da ja merkt sie mehr und mehr, dass die Welt eben doch nicht so einfach ist, wie sie es immer geglaubt hat, aber dass sie auch irgendwie zu mehr fähig ist, als sie immer dachte. Und ja, diese Welt, also ich finde, das klingt an sich schon irgendwie sehr, sehr spannend und es wird hier auch irgendwie geschrieben, dass sie also die Autorin die asiatische Geschichte neu interpretiert und eine Welt voller Kampfkunst, Götter und uralter Magie erschafft. Und an sich klingt es schon sehr, sehr spannend, aber ich weiß halt nicht, ob so, also so Bücher, wo es immer nur so um Krieg geht und sowas, das ist, kann mir auch vielleicht ein bisschen too much Krieg sein, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig was für mich wäre. Mal schauen, vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, dass ich mal in den ersten Band irgendwie reinlesen kann. Dann würde ich es auf jeden Fall mal probieren. Aber ja, ich wollte es auf jeden Fall gerne vorstellen, weil ich weiß, dass auf jeden Fall der erste Teil schon sehr, sehr gehypt wurde, dass es da viele Leute gab, die sehr, sehr begeistert von dem waren. Und deswegen, falls ihr zu den Leuten gehört, dann könnt ihr jetzt eben auch weiterlesen. Am 21. November erscheint dann wieder ein Folgeband von einer Reihe, die ich bisher noch nicht angefangen habe. Es ist so das Thema von diesem Video irgendwie, nämlich Kassadin Teil 2, Jenseits der schwarzen Treppe von Julia Dippe. Das ist der zweite Teil von dieser Reihe. Ich bin der Meinung, dass es eine Trilogie werden soll. Und darin geht es um Amalia und sie kommt aus einer ganz, ganz seltsamen Familie irgendwie, denn sie wurde gerade 16, allerdings schon zum achten Mal und ihre fünf Geschwister sehen ihr irgendwie kein bisschen ähnlich und außerdem zieht die Familie ständig um und ihre Eltern können irgendwie ihre Gedanken kontrollieren und sie möchte eigentlich irgendwie wissen, was dahinter steckt und dann kommt eines Tages ihre Chance, denn ihre Brüder bringen den ja geheimnisvollen Noir mit nach Hause und kurz darauf wird die Familie irgendwie angegriffen und Noir kann die Familie eben ins Reich Kassadin mitnehmen, das ist das Reich der Toten und ja, was da so passiert, darum geht es irgendwie in diesem Buch. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Reihe. Ich finde die auch sehr, sehr interessant. Aber mein Problem war bisher, dass ich halt immer noch Isara nicht beendet habe. Also ich habe immer noch nur den ersten Teil von Isara gelesen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte erst Isara beenden, bevor ich eben die nächste Reihe von Julia Düppel anfange. Und dementsprechend hatte ich die Bücher auch oder das erste Buch bisher auch noch nicht hier. Jetzt gab es allerdings so eine Aktion, wo man die ersten beiden Teile dann personalisiert, signiert auch bestellen konnte und dann konnte ich da nicht nein sagen. Dementsprechend werde ich diese Reihe definitiv, also sie zieht definitiv bei mir demnächst ein und ich werde sie halt auch definitiv lesen. Aber ja, wie gesagt, eigentlich möchte ich die Sarah vorher beenden. Mal schauen. Dann habe ich noch etwas für alle Fans von New Adult Contemporary und zwar erscheint am 27. November Breakaway von Annabel Steel. Und darin geht es um Lia und für sie bricht eine ganze Welt zusammen, als ihr eine einzige Nacht zum Verhängnis wird. Nicht nur folgen ihr seitdem die Blicke und das Getuschel ihrer Kommilitonen überall auf dem Campus, selbst ihre Freundinnen wenden sich von ihr ab. Als sie es nicht länger erträgt, packt Lia kurzerhand ihre wichtigsten Sachen und setzt sich in einen Bus nach Berlin. Sie hofft, in dem anonymen Trubel der Hauptstadt wieder einen klaren Kopf zu bekommen und zu der Person zurückzufinden, die sie vorher war. Doch dann trifft sie auf Noah, der ihre Welt von einem Moment auf den anderen ein weiteres Mal auf den Kopf stellt.
Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde es auf jeden Fall, es klingt schon mal sehr, sehr interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, was in dieser einen Nacht irgendwie passiert, dass sie auf einmal so von einem irgendwie geächtet wird und ihre Freundinnen sich von ihr abwenden. Bin da sehr, sehr gespannt drauf, was da dahinter steckt. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass das endlich mal wieder eine New Adult-Geschichte ist, die in Deutschland spielt. Weil irgendwie ist es ja so ein Trend, dass auch deutsche Autorinnen immer New Adult-Geschichten in Amerika schreiben müssen. Und ich finde das eigentlich irgendwie nicht so schön. Also ich finde es eigentlich mal ganz gut, wenn es dann auch mal deutsche Autorinnen gibt, die auch mal in Deutschland halt Bücher schreiben. Und ja, deswegen habe ich mir das auf jeden Fall mal mit aufgenommen auf meine Liste. Und ich denke, ich werde da auch irgendwann mal reinlesen. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, klingt sehr, sehr interessant. Und ebenfalls am 27. November erscheint dann noch ein neues Buch von der New Adult Queen Brittany C. Sherry. Und zwar Wie die Stille vor dem Fall. Und das ist so quasi der zweite Teil zu Wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie die zusammenhängen. Ich denke aber, dass es wieder so eine typische Companion-Reihe wird. Also, dass die Protagonisten aus diesem Teil jetzt eben im ersten Teil auch schon vorkamen, sozusagen. Es geht nämlich um Landon und Shay und die beiden können sich absolut nicht ausstehen. In der Highschool gehen sie sich immer aus dem Weg und wenn ihre Blicke sich treffen, dreht einer von ihnen auf dem Absatz um. Bis Landon sich auf eine Wette einlässt, die plötzlich alles zwischen ihnen verändert. Es war eine dumme Idee und Landon war sich sicher, dass er nichts zu verlieren hat, bis aus dem Spiel plötzlich ernst wird und er sich mit einem Mal Dinge wünscht, von denen er nicht einmal wusste, dass er sie jemals wollen könnte. Liebe, Glück, sie. Doch je mehr er sich in Shay verliebt, desto näher kommt sie seiner Dunkelheit und den Geheimnissen, die er niemals ans Tageslicht kommen lassen will. Ja, also ich liebe Brittany C. Sherry. Ich habe bisher nur zwei Bücher von ihr gelesen, aber ich möchte auf jeden Fall mehr von ihr lesen und ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Buch. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier noch weiter so erwarten wird. Und als letzten deutschen Titel habe ich mir dann noch aufgeschrieben Kissing Chloe Brown von Talia Hibbert. Das erscheint am 30. November und darin geht es um Chloe Brown, die eine chronische Krankheit hat und sich schon viel zu lange in ihrem Leben dadurch hat einschränken lassen und sie möchte das auf jeden Fall ändern. Und dafür hat sie eine Art Liste erstellt, die ihr eben dabei helfen soll. Auf dieser Liste stehen Dinge wie in ein eigenes Apartment ziehen, ausgehen und sich betrinken, Motorrad fahren, campen gehen, körperliche Erfahrungen machen ohne feste Beziehung, nur mit Handgepäck um die Welt reisen und etwas Unanständiges tun. Und sie merkt dann allerdings sehr, sehr schnell, dass es gar nicht so einfach ist, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und sie wünscht sich so eine Art Lehrer, der ihr irgendwie dabei hilft. Und da kommt dann Red Morgan ins Spiel. Red Morgan ist ihr Nachbar und er hat Tattoos, ein Motorrad und unglaublich viel Sex-Appeal. Das Problem ist allerdings, dass Red ja nicht so wirklich mit Chloe kann, also er kann sie irgendwie nicht so richtig ab und dann lernen die beiden sich allerdings näher kennen und Chloe merkt, dass eben mehr hinter Reds rauer Fassade steckt. Und ja, das Buch habe ich mir auch auf jeden Fall aufgeschrieben. Das habe ich im Englischen schon eine Weile im Blick, weil es da auch ein paar Leute gab, die sehr, sehr von diesem Buch geschwärmt haben. Unter anderem Ruth von Zwischen 1000 Zeilen hat sehr, sehr toll über dieses Buch gesprochen und sehr, sehr davon geschwärmt. Und deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und wollte es auf jeden Fall auch vorstellen. Das waren alle deutschen Titel, die ich mir rausgesucht habe und jetzt geht es eben weiter mit den englischen Büchern, die im November erscheinen und da habe ich als erstes Instant Karma von Marissa Meyer. Das erscheint am 3. November und ist, soweit ich weiß, ein Einzelband und ist Contemporary mit einem magischen Twist. Es geht nämlich um Prudence Daniels, die immer sehr, sehr schnell dabei ist, ein Urteil über andere zu fällen. Und dann geht sie eines Nachts mit ihren Freundinnen auf eine Party und am nächsten Morgen wacht sie auf und hat eine seltsame Fähigkeit. Sie kann nämlich Instant Karma verteilen. Das heißt, wenn sie halt sieht, dass jemand etwas Schlechtes tut, dann kann sie sofort dafür sorgen, dass dieser Person eben auch etwas Schlechtes widerfährt.
Und sie ist sehr, sehr glücklich mit dieser Fähigkeit, weil das auch irgendwie total zu ihrer Persönlichkeit passt. Es gibt allerdings eine Sache, die sie total nervt, nämlich Quint Erickson ist quasi ihr Todfeind und die beiden können sich überhaupt nicht ausstehen. Und wenn sie eben ihre Fähigkeit auf Quint anwendet, dann kommt das sofort immer wieder zu ihr zurück. Und das nervt sie natürlich und sie versucht, der Sache irgendwie auf den Grund zu gehen. Und ich bin da so, so gespannt drauf. Marissa Meyer gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsautorinnen und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, mal so Contemporary zu lesen, auch wenn es nicht so richtig Contemporary ist, weil es ja, wie gesagt, diesen magischen Twist gibt, aber es ist schon, ja, natürlich näher an der Realität, sag ich jetzt mal, als ihre anderen Bücher, die ja alle immer Sci-Fi oder Fantasy waren und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf und freue mich sehr, sehr drauf. Am 10. November erscheint dann Master of One von Jada Jones und Danielle Bennett und das ist wieder eine Fantasy-Geschichte und daran geht es um Rex, der ein wirklich exzellenter Dieb ist. Er kann sogar den Menschen die Ringe vom Finger klauen und dann wird er allerdings eines Tages dann doch beim Klauen erwischt und zwar ausgerechnet von der Garde der Königin und er wird dann vom sadistischen Royal Sorcerer dazu gezwungen, eine uralte Fae-Reliquie aufzuspüren. Was allerdings nicht ahnt, ist, dass diese Reliquie keine Reliquie ist, sondern wirklich ein Fae. Und zwar ist es der Fae-Prinz Shining Talon. Und der wird hier auch noch beschrieben als distractingly handsome und annoyingly perfect. Und ja, von da an wird irgendwie alles immer seltsamer und seltsamer für Rex. Und was dann noch mehr passiert, das werde ich dann auch bald lesen, denn dieses Buch interessiert mich auf jeden Fall sehr. Es wird beschrieben als eine Art Mischung aus Six of Crows und The Cruel Prince. Hat dann auch noch Male-Male Romance. Und ich bin sowas von all in. Also das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr anspricht und was ich auf jeden Fall sehr, sehr bald lesen will. Und deswegen wollte ich es auf jeden Fall auch hier vorstellen. Das nächste Buch, was ich rausgesucht habe, geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Es klingt aber so super spannend, dass ich es auf jeden Fall hier vorstellen wollte. Es ist nämlich Those Who Pray von Jennifer Moffat. Das ist ein psychologischer Thriller, der am 10. November erscheint. Und darin geht es um Emily, die neu ans College kommt. Und sie hatte ganz, ganz hohe Erwartungen, wie es da sein würde. Nämlich, dass sie Freunde findet und endlich einen Platz, wo sie irgendwie hingehört. Und da angekommen ist es allerdings alles nicht so rosig, wie sie das irgendwie gewünscht hat. Sie findet irgendwie keinen Anschluss und läuft immer noch alleine rum. Und dann wird sie eines Tages gefunden vom Kingdom. Und das Kingdom ist eine exklusive Campusgruppe, die ihr quasi alles bieten kann, was sie sich erhofft hat. Nämlich Akzeptanz, Freundschaft und vielleicht noch einen festen Freund. Und sie nehmen sie dann mit auf eine Reise nach Italien. Und in Italien angekommen werden ihr und allen anderen Mitreisenden allerdings die Reisepässe und auch das Geld abgenommen. Und sie werden von ihren Lieben zu Hause abgeschirmt und abgeschottet. Und die Praktiken des Kingdom werden immer gefährlicher und manipulativer. Und dann stirbt auch noch plötzlich jemand. Und oh, das klingt so gut. Das ist so eine Geschichte rund um einen Kult. Und ja, ich finde das einfach so, diese Synopsis, das ist schon so packend geschrieben und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und so psychologische Thriller lese ich ja jetzt nicht so häufig, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr, sehr anspricht, muss ich sagen und deswegen werde ich da wahrscheinlich mal reinschauen. Ebenfalls am 10. November erscheint dann noch Love and Olives von Jenna Evans Welch. Das ist der mittlerweile dritte Teil in einer Companion-Novel-Reihe. Diese Bücher kann man allerdings auch komplett unabhängig voneinander lesen. Also die bauen nicht aufeinander auf oder sowas, sondern es geht auch immer um andere Protagonisten, um andere Schauplätze. Diese Bücher spielen halt immer in anderen Ländern. Im ersten Band Love and Gelato ging es nach Italien, dann Love and Luck spielte in Irland und jetzt Love and Olives spielt eben in Griechenland. Und zwar geht es hierin um die Protagonistin Liv, die nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat, denn ihr Vater hat sie und ihre Mutter verlassen, als Liv 8 Jahre alt war. Und ja, seitdem haben sie auch nicht so wirklich Kontakt. Und was die beiden allerdings miteinander verbindet, ist die Liebe zur griechischen Mythologie und auch zur Stadt Atlantis. Und dann bekommt Liv eines Tages eine Postkarte von ihrem Vater, der bei einer Dokumentation mitmacht über die Stadt Atlantis und er lädt sie eben ein, über diese Zeit nach Griechenland zu kommen und ja, sie ist natürlich sofort Feuer und Flamme und reist dann nach Griechenland, genau gesagt nach Santorini
Und da angekommen ist alles am Anfang so ein bisschen awkward, weil eben, ja, die beiden sich jahrelang nicht gesehen haben und sie muss sich erstmal irgendwie daran gewöhnen. Es kommen auch irgendwie Sachen wieder hoch von früher und dann gibt es allerdings auch noch eine Liebesgeschichte. Dann, es gibt noch Theo. Theo ist so eine Art, ja, Mitarbeiter-Protégé oder so von Livs Vater und ja, Liv und Theo kommen sich dann eben auch näher und Liv möchte aber auch nicht, dass Theo irgendwie von dem Problem mit dem Vater erfährt und ja, wie das Ganze weitergeht, das werde ich dann auch irgendwann lesen. Ich habe die ersten beiden Bände gelesen und mochte die auch sehr, sehr gerne. Die haben viel Spaß gemacht. Das ist so eine, eigentlich so eine total locker leichte Sommerlektüre. Deswegen, ich wundere mich ein bisschen, dass das Ganze jetzt im November rauskommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eigentlich für den Sommer geplant war und dann nach hinten verschoben wurde. Ich bin aber, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Möchte es auf jeden Fall dann lesen. Kann es mir ja für nächsten Sommer vormerken und kann die ersten beiden Bände auf jeden Fall schon mal sehr empfehlen. Am 17. November erscheint dann These Violent Delights von Chloe Gong und das spielt im Jahre 1926 in Shanghai und darin geht es um Juliet Kai. Sie ist die Anführerin der Gang Scarlets und das ist so eine der führenden Gangs in Shanghai und es gibt eigentlich nur eine Gang, die denen immer wieder in die Quere kommt, nämlich die White Flowers. Und die White Flowers werden angeführt von Roma Montagoff und Roma Montagoff war Juliets erste Liebe und auch ihr First Betrayal steht hier. Das kann ja heißen, er hat sie betrogen, sie hat ihn betrogen. Ich weiß es nicht ganz genau. Bin sehr gespannt, was da dahinter steckt. Auf jeden Fall geht es dann noch weiter, denn auf einmal taucht eine seltsame Krankheit auf, die auch irgendwie die Leute ja verrückt macht sozusagen. Und Juliet und Roma müssen dann eben zusammenarbeiten, um halt zu gucken, was da dahinter steckt. Und ja, das Ganze ist, wie man sich das denken kann, eine Neuerzählung von Romeo und Juliet. Allerdings halt, ja, wirklich sehr, sehr anders irgendwie, also so, dass die beiden halt auch wirklich die Leader sind, ist ja schon mal sehr anders, aber dann halt auch noch, ja, mit diesem, es gibt halt auch diesen Fantasy-Aspekt mit dieser Krankheit, also zumindest denke ich, dass es irgendwie so ein Fantasy-Aspekt werden wird und dann halt, ja, einfach auch, dass das Ganze noch so Hate-to-Love quasi wird und was dann noch in der Vergangenheit war und ich bin sehr, sehr gespannt darauf und das Buch möchte ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Ebenfalls am 17. November erscheint dann noch The Burning Gods von R.F. Kuang. Das ist eben der dritte Teil der Poppy Wars Trilogie. Das habe ich ja im deutschen Teil schon mal angesprochen. Ich werde jetzt hier nicht nochmal was zum Inhalt sagen. Falls ihr den deutschen Teil nicht gesehen habt, dann könnt ihr zu dieser Stelle springen. Da gehe ich nämlich auf den Inhalt vom ersten Band dieser Reihe nochmal ein. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt in einem Video zweimal erläutern. Ist ja ein bisschen unnötig. Deswegen springt einfach zu dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber ja, wie gesagt, ich wollte es trotzdem gerne erwähnen, dass eben der dritte Teil dieser Trilogie jetzt auf Englisch erscheint. Über das letzte Buch auf meiner Liste werde ich jetzt auch nicht so viel sagen, denn ich habe mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so genau mit befasst, worum es da geht. Das war für mich sowieso so ein automatischer Kauf. Es geht nämlich um How the King of Elfame Learned to Hate Stories von Holly Black. Und das ist ja so eine Art Zusatzband zur The Folk of the Air Trilogie. Und daran geht es irgendwie um Carden und das Ganze ist, glaube ich, eine Novelle und mehr weiß ich nicht. Und mehr muss ich auch nicht wissen, weil ich liebe die The Folk of the Air Trilogie und bin sehr, sehr gespannt darauf, irgendwie noch was von Carden zu erfahren. Und ja, es ist sowieso so eine Reihe. Ich meine, wenn ich jetzt hier den Klappentext wiedergeben könnte, könnte ich vielleicht auch einige Leute spoilern, die die Reihe noch nicht gelesen haben. The Folk of the Air Trilogie, also der erste Teil heißt ja The Cruel Prince, beziehungsweise im Deutschen Elfenkrone. Darin geht es ja um Jude, die ein Mensch ist, aber in die Fae-Welt entführt wird quasi, weil ihre Schwester ist halb Fae und ja, sie lebt dann halt in der Fae-Welt, wächst da auf und wird aber immer ausgegrenzt und ja, es gibt da einen, der es halt besonders auf sie abgesehen hat, nämlich Carden, das ist einer von den Prinzen und ja, es geht im Prinzip darum, wie Jude dann eben doch irgendwie versucht, an Macht zu gelangen und ja, es ist eine wirklich, wirklich tolle Reihe, die ich sehr, sehr liebe und wie gesagt, das ist halt so ein Zusatzband. Ich weiß nicht mal, wann dieser Zusatzband spielt. Ich glaube, das ist so eine Art Vorgeschichte, aber ich bin mir nicht sicher und wie gesagt, ich möchte mich einfach überraschen lassen. Und das waren alle Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher euch so besonders interessieren oder ob ihr vielleicht irgendwas Neues entdeckt habt, was ihr so vorher noch nicht, von dem ihr vorher noch nicht wusstet. Und dann hoffe ich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!